Und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now, dem News-Format von dem Kanal Parktube. Und heute geht es tatsächlich wieder Richtung Europapark und zwar zu unserem letzten, zu unserer letzten Ausgabe. Das Thema nehmen wir quasi wieder auf, denn der Andi hatte wohl recht behalten mit der Aussage, die er getätigt hat in der letzten Episode, denn tatsächlich ist es jetzt offiziell vom Park, also offiziell, inoffiziell tatsächlich, dass man jetzt wirklich hier im Historama, also unten tatsächlich, wo jetzt die Rolantica-Vorstellung seit Jahren schon präsentiert wurde mit dem Drehtheater, das Ganze wird jetzt tatsächlich umgebaut und somit ist auch die Bestätigung gekommen, dass man eben das Gameplay-Theater von McRides dort reinbauen möchte. Ich habe das Ganze ja schon in der letzten Episode erläutert, erklärt und gezeigt, was das Ganze sein wird. Deswegen guckt einfach mal auf dem Kanal in den letzten Dispatch Now-Episoden. Dort werdet ihr auf jeden Fall fündig werden, was das Ganze denn für eine Attraktion sein wird. Ich kann es hier nochmal kurz erläutern. Es wird, wie gesagt, eine interaktive Attraktion werden mit verschiedenen Elementen, mit Bildschirmen, mit Thematisierung, mit Animatronics, das Ganze, wie gesagt, in einem neuen Konzept. Das Ganze soll in einem Rondell stattfinden. Die Wagen werden sich auch drehen, und zwar ineinander, sodass man verschiedene Szenerien befahren kann, eine linke und eine rechte, also eine innere Szenerie und eine äußere Szenerie. Somit hast du dann ganze zwei Runden und du siehst halt ganz neue Sachen. Also wie gesagt, das ist ein schönes Konzept, das Ganze. Aber da verweise ich euch auf die letzte Episode und wollte hiermit mit diesem Video heute ganz kurz bestätigen, dass wir eben für das Jahr 2025, denke ich, Neuheit begutachten werden, beziehungsweise auch besuchen werden können. Wie gesagt, im Park gibt es jetzt schon verschiedene Bilder, die ich euch jetzt einblende, dass das Ganze in der Bauphase sich jetzt befindet und auch, dass die alte Attraktion mit dem Rolantica-Thema nun abgebaut wird und wir uns jetzt endlich auf eine Neuheit, einen interaktiven Dark Ride für das Jahr 2025 im Europapark freuen dürfen. Und wie ich finde, ist es einfach mega cool. Ich freue mich mega drauf. Ich habe es ja schon in der letzten Episode erläutert. So viele Neuheiten, die der Europapark jetzt mittlerweile rausbringt, von Jahr zu Jahr, mehrere auf einmal. Und wie gesagt, das Jahr 2025 geht natürlich auch direkt los. Und ich freue mich drauf. Also hier nochmal zur Information, dass das Ganze jetzt sich im Bau befindet und wir uns darauf freuen können. Und es ist eigentlich für mich, in meinen Augen, offiziell, dass es diese Attraktion sein wird, weil was soll da sonst noch reinkommen? Also da wird der Park, ich glaube mal, in den nächsten Tagen mehr Infos dazu geben. Falls du keine weiteren Videos hier auf dem Kanal verpassen möchtest, so wie dieses hier, wo ich dich kurz informiere über Sachen, die in Freizeitparks passieren, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und drücke auf die Glocke, um eben keins dieser Videos mehr zu verpassen. Außerdem hast du auch noch die Möglichkeit, diesen Kanal hier zu unterstützen, unter anderem, wenn du ein Merchandising-Produkt aus unserem Merchandising-Shop kaufst, ein T-Shirt, eine Basecap, alles Mögliche ist dort vorhanden, da unterstützt du diesen Kanal auch natürlich, aber falls du uns auch nochmal persönlich, persönlich unterstützen möchtest, kannst du das über die Facebook- beziehungsweise auch Instagram-Portale machen, und zwar uns dort anzuschreiben, dass du einen Parktube-Pin haben möchtest. Damit unterstützt du uns auch mit einer kleinen Spende und kriegst diesen Parktube-Pin plus eine Autogrammkarte und mehreren Visitenkarten direkt zugeschickt, inklusive der Versandkosten. Wie gesagt, da einfach eine Nachricht, eine Privatnachricht über Facebook bzw. Instagram schreiben, dass du Interesse an diesem Pin hättest, und das Ganze natürlich über die Parktube-Kanäle. Dort wirst du auf jeden Fall fündig werden, wie du das findest, hier in der Videobeschreibung bzw. auf dem Kanal. Dort ist alles beschrieben. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Lächeln winken nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video hier auf dem Parktube-Kanal. Macht's gut, Freunde, und ciao.